Mein Name ist Andrea Grote, ich bin 51 Jahre alt und bin seit 96 in der Pharmaindustrie. Was machen die MSLs eben vor Ort? Also sie sind in den Kliniken bei unseren sogenannten Meinungsbildnern, Thought Leader, wie wir das nennen, um dort unterstützend zu wirken, was jetzt den medizinischen Nutzen anbetrifft und da zu gucken, welcher Patient passt jetzt, um, sagen wir mal, den Vertrieb auch zu unterstützen, noch tiefer in die Materie wissenschaftlich einzutreten.